Hallo und willkommen zurück zu The Casting of Frank Stone, Leute. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr hattet eine schöne Woche. Bei mir war's Emmy gut, juckt aber niemanden, ist halt so. Ein bisschen verkühlt bin ich auch, also ein bisschen kränklich. Männergrippe, ihr wisst, wie das ist. Ich habe nicht mehr lang zu leben. Kann sein, dass ich ein bisschen rumschniefe. Stört euch bitte nicht daran. Es sind meine letzten Atemzüge. So, wir schauen uns mal weiter um hier. Ich weiß nicht, wo ich aufgehört habe. So richtig, letzte Woche. Kommen wir einfach. Wir kriegen das schon hin. Ich melde mich vom Trade Winds Kino in der Texas Avenue, wo wir Zeugen wurden. Wir sind Zeugen einer Art Protestaktion oder... Ich weiß es nicht. Ich kann derzeit nur berichten, dass es mehrere Angriffe auf gewöhnliche Bürger sowie auf Polizisten und Sanitäter gab. Es ist nicht eindeutig, zumindest nicht für uns, was der Auslöser für diese Situation war. Aber ich bestätige, dass es im Innern des Kinos begann. Es wird berichtet, dass ein Mitarbeiter bei der Vorführung von Murder Mill totgetrampelt wurde. Von hier aus sehe ich beträchtliche Schäden in der Umgebung und die Polizei versucht noch immer, die Menge unter Kontrolle zu bringen. Okay, oh, okay. Oh nein, okay, gerade wird hier jemand verhaftet und mehrere Personen stürmen von allen Seiten auf die Polizisten zu. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott, okay, okay, das war eine Explosion. Eine Explosion, ich kann nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Oh, oh Gott. Die Polizei hat das Feuer eröffnet! Die Polizei könnte die Polizei durchbrochen! Ach du Scheiße! Ja, so eine Tonaufnahme ist ja nicht schlecht, aber Videomaterial wäre mir lieber, die Gerüchte über das Murder Mill zu Gewaltausbrüchen Papalapa. Ist das ein Videoclip? Wäre schon cool. Das ist die Maske von Henry. Also hier vom Bank. Getrocknetes Blut? Ja, sein Unterkiefer stand dort hervor. Da kann schon mal etwas Blut dran kleben, wenn man die Fresse so weit aufreißt wie er. Aber dafür kriegen wir seine Rache zu spüren. Mist. Ja, ich guck ja schon. Wo ist denn die verkackte Kiste dort? Okay. Okay. Victors Spielzeugsoldat. Sie hat gesagt, dass ich sterben müssen, gewaltsam, um die Tore zu öffnen. Okay. Das ist... Was ist denn das hier? Naja. Geschmäcker sind verschieden. Sag ich immer. Das ist ein alter Staubsauger oder irgend sowas. Ne, eine Harfe. Oh Gott. Das ist fast das gleiche. Na gut, den haben wir angeguckt, den Kollegen. Also, gucken wir mal diese Tür hier. Die sind ja alle sehr beschäftigt mit Investigation. Mist. Okay. Von dieser Seite nicht, aber von hier. Das ist... Nein. Unmöglich. Ihre alte Cam. Hey, Linda. Das solltest du dir ansehen. Was ist das? Es lag einfach hier, so aufgeschlagen. Talismane. Bergen Quellen großer Macht. Können viele Formen annehmen.
manifestieren sich oft als Andenken früherer Opfer. Opfer. Andenken früherer Opfer, die zu Schutztalismanen werden können, wenn man sie trägt. Was bedeutet das? Ich weiß nicht. Aber es muss für Augustin wichtig sein, wenn sie die Seite offen ließ. Vielleicht ist... Alter, warum? Oh. Sheriff Green. Ach du Kacke. Mein Vater sagte Katastrophenjahr. Er hinterfragt schon gar nicht mehr, was sie ihm erzählen. Ich meine, er ist echt klug. Aber Eltern irren sich auch. Das muss doch in seinen süßen kleinen Kopf reingehen. Bonnie. Er kann nicht ewig ein kleines Muttersöhnchen sein. Bonnie. Hm? Langsam wird's echt kalt. Lass uns die anderen holen und abhauen. Oh. Kalt. Ja. Dagegen habe ich doch was. Taschenwärmer. Die Taschenheizung. Anerkennend, okay, sicher, nein. Wir müssen vernünftig bleiben. Widerstrebend sollte lieber nicht, okay. Danke, aber ich sollte auf Arbeit nicht trinken. Sicher. Ups. Mir ist kälter geworden als gedacht, als ich euch bis hierher gefolgt bin. Ah. Ich kenne meine Grenzen. Ich habe sie die ganze Zeit gespürt, als ich die letzten Wochen zu Hause war. So schlimm kann Zeit mit der Familie doch nicht sein. Das kann auch nur jemand behaupten, der meine Familie nicht besonders gut kennt. Ich habe viel Zeit mit Jaime verbracht. Jaime ist... Ah, er kann okay sein. Er muss endlich erwachsen werden. Du musst ihn überreden, nach der Schule Cedar Hills zu verlassen. Er könnte nach New York kommen, egal, solange er nicht hier bleibt. Weiß nicht, ob Jaime sich hier ein anderes Leben vorgestellt hat. Er denkt nicht so weit voraus. Selbst wenn er es nicht tut, du musst. Was, gehen? Ja. Ich meine, außer es gibt irgendeinen geheimen Grund, warum du hier bleiben willst? Ich glaube, Jaime, oder wie sie nennen, braucht sich darüber keine Gedanken mehr zu machen. Verspielt, inwiefern geht dich das was an? Ja, abweisend, nichts dergleichen. Wir sind jetzt abweisend. Nichts dergleichen. Meine vielen einseitigen Affären mit toten Schriftstellern zählen nicht. Ha, hab's gewusst. Dass ich auf Tote stehe? Dass dieses Nest dir nichts bieten kann. Warum hast du Cedar Hills nur so? Du warst praktisch das Stadtmaskottchen. Oh, damals dachte ich noch, die Welt beginnt auf der Hauptstraße. Dreht sich einmal um die eigene Achse und endet wieder auf der Hauptstraße. Als ich nach New York zog, verstand ich, die wirkliche Welt beginnt auf der Canal Street, bewegt sich zwischen Avenue C und Westside Highway und endet auf der 14. Cedar Hills kommt darin gar nicht vor. Wie läuft's mit deiner Band? Ich würde euch wirklich gern mal live sehen. Futsch. Schluss aus. Ende. Sorry. Schon okay. Bands eben. Mir ging's eh nur um die Mädchen. Aber ich machte den Fehler, ein Mädchen aus meiner Band zu daten. Oh. Sie war cool, aber als sie hörte, dass meine Heimreise länger dauert, haben sie und die Band ohne mich weitergemacht. Du hast was Besseres verdient. Ja. Finde ich auch.
Vielleicht sollten wir die anderen suchen. Bist du sicher? Ich komme gerade in Fahrt. Ja, bin ich. Oh. Sobald Mom nach Hause kommt, heißt das nichts wie weg für diese Chica. Nichts wie weg. Tschüss, ciao und war mir ein Vergnügen. Ich kapier's nicht. Ich verlasse Cedar Hills. Endgültig. Oh. Kann ich verstehen. Wieder in die Stadt? Wo sollte ich denn sonst hin? Gibt ja auch andere Städte, oder? Nee, nur die eine. Was hast du da vor? Was ich immer mache. Rumspinnen, ablosen. Vielleicht Filme drehen. Ach ja? Ja. Ah, oh, so geht das. Ja. Wo habt ihr eigentlich die Kamera her? Oh, das ist nicht meine. Sie gehört Jaime. Aber jetzt frage ich dich. Aus einem Kuriositätenladen in der Stadt. Gab dann wohl nur die eine. Fünf Namen habe ich genommen und doch scheine ich dem Pfad nicht näher zu kommen. Okay. Was war das? Eine Teufelsrate? Dieser Smalltalk hier am Rande. Nein. Weiß ja, wo die anderen sind. Einer ist tot. Der andere holt seinen Daddy, glaube ich. Und die Frau Regie wurde verschluckt. Komm mit, Bonnie. Ich glaube, sie hier, Linda und Bonnie, diese zwei müssten überleben. Also sind wir relativ safe, hoffe ich. Durchzwängen. Ah. Hä? Okay. Das mit der Kurbel ist jetzt seltsam. Denn ich habe mich gerade beim Kurbeln gefragt, wo die Kurbel herkommt. Denn die war ja zuerst nicht da. Und jetzt finden wir hier noch eine. Hä? Okay, ist das ein Bug oder was? Naja, oder wir brauchen noch eine. Man weiß es nicht. Das ist jetzt natürlich seltsam. Die war ja wirklich zuerst nicht da. Sonst hätte ich ja die Kiste schon vorher geöffnet. Das ist sehr verrückt. Let's go. Hier waren wir schon. Hey! Leute? Hallo? Hey, wo sind denn alle? Wir werden gleich Jaime treffen. Okay, der Clown. Oh. Da hängen Finger dran. Okay. Widerlichst. Okay, das mit dem Aufziehen habe ich jetzt zum ersten Mal bemerkt. Hier hinter müssen wir nicht, das war der Bonusraum. Wir müssen hier hoch. Dahin durch. Die Maschinenhalle, oder? Ja, genau. Oh nein. Jaime? Bonnie, Jaime! Brüderchen. Nein. Er ist nicht.
Warte nicht! Nein, nein, nein! Wie konnte sowas passieren? Wie konnte sowas nur passieren? Okay, das ist natürlich jetzt sehr schockierend für seine Schwester. Für mich war es das auch. Nee, wir sollten nicht herausfinden, was passiert ist. Wir sollten uns verpissen. Aber ich weiß nicht. Das ergibt keinen Sinn. Mein kleiner Bruder. Bonnie, ich weiß nicht, ob wir hier sicher sind. Was ist passiert? Und die Kamera? Vielleicht haben sie gefilmt, als... Vielleicht, ja, kann sein. Suchen wir Chris und Robert. Nein, ich gehe nicht ohne rein. Wer das getan hat, könnte noch hier sein. Wir können nicht bleiben, okay? Wir müssen los. Okay, diese Mechanik habe ich gerade nicht begriffen. Was zum Teufel war das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Und sie kann nicht schnell gehen. Okay, wir müssen uns bereit machen, immer wieder zu filmen. Das ist ja kein Fahrstuhl. Das ist ja eine Hebebühne. Aber hier ist kein Kontrollpanel, oder? Wir müssen dem Kabel folgen. Wenn ich es da hochschaffe, komme ich raus. Ja, um rauszukommen, muss man natürlich ganz nach oben. Das ist in Horrorfilmen immer so. Die rennen immer aufs Dach. Oder in den Keller, da wo sie nicht entkommen können. Und dann ist Ende im Gelände. Ein Generator. Grüße gehen raus an Dead by Daylight. Geh auf und lauf. Greift das immer noch nicht mit der Kamera. Aber solange wie es funktioniert, ist das eine coole Sache. Denn Linda darf ja nicht sterben. Das würde ja den Part in der Gegenwart komplett überflüssig machen. Kann aber auch nicht schnell laufen. Das triggert mich.
Okay. Wir brauchen nur einen Teil. Okay, cool. Ja, ja, ich bin ja auf dem Weg. Nee, warte mal, rennen. Ach ja, ich versuche mal mit dem Stick zu rennen. Dabei muss er ja LB gedrückt halten. Ich bin ein Vollhonk. Uiuiui. Wir müssen dem die Macht entziehen, oder? Fuck! Nein! Es kommt! Schneller! Als ob der sich von uns aufhalten lässt. Okay. Es ist weg. Oh Gott. Ich muss Bonnie finden. Auf einmal ist es weg, wenn du dort oben bist. Aber der macht ganz schön Druck, der Kollege. Warte mal. Balancieren. Hey, pass auf. Ach, wegen der Kiste machen wir das, okay. Wenn die hier abrutscht, dann erleben wir einen absolut tödlichen Sturz. Diamanten. Diamantmanschettenknöpfe. Oh Gott, ich kann nicht lesen. Aber ich kann mich ja entschuldigen dafür, ich bin krank. Wieder zurück. Ja, Mädels, Frank Stone is back. Is in the house, yeah. Unsere Sammlung. Oh, wir haben, uns fehlen noch 4 Stück. Krass. Wo ist Bonnie? Bestimmt diese indirekt beleuchtete Tür.